Ich will Outlook mit Quicksteps effizienter nutzen, um die Mailflut besser in den Griff zu bekommen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Quicksteps helfen mir dabei. Quicksteps befinden sich im Startregister hier oben mittendrin. Ich mache ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel diese Mail hier erhalten und ich erledige nun ein paar Aufgaben. Ich mache mal einen Rechtsklick auf diese Mail. Meistens öffne ich ja die Mail, dann gebe ich eine Antwort, vielleicht erstelle ich noch eine Kategorie und ich erstelle eine Aufgabe, bis wann das erledigt sein soll, dann verschiebe ich diese Mail oder ich lösche die Mail. Also verschiedene Schritte, die häufig immer die gleichen sind und ich in einem Schritt zusammenfassen könnte. Das sind Quicksteps. Wie funktionieren diese Dinger? Quicksteps sind ähnlich wie Regeln, aber Regeln werden ja sofort ausgelöst. Das heißt, wenn ich zum Beispiel von Patrick eine Mail erhalte, dann würde eine Regel diese Mail sofort löschen oder sofort weiterschicken oder sofort in einen Ordner verschieben. Und Quicksteps, die machen eben tatsächlich einzelne Steps. Sie machen einen Zwischenhalt und führen mich durch den ganzen Prozess. Also gehen wir nun zu diesen Quicksteps. Hier hat es schon ein paar Quicksteps vorbereitet. Man kann diese Quicksteps hier mit einem Rechtsklick auch bearbeiten, aber ich will ja nun einen eigenen neuen erstellen. Entweder hier neu erstellen oder hier auf diesen kleinen Pfeil neu erstellen. Und nun gebe ich diesem Quickstep zuerst einen kurzen, passenden Namen. Antwort, Aufgabe, löschen. Beim Symbol wähle ich noch ein passendes Symbol. Ich gehe da mal runter. Ja, zum Beispiel hier dieser Pinsel, sagen wir, es sei ein Besen. Der soll aufräumen. Das ist mein Symbol. Okay. Nun beginnt quasi das Programmieren. Was passiert als erstes? Zuerst soll die Mail als gelesen markiert werden. Also, ich wähle hier diese Aktion aus. Als gelesen markieren. Ich füge die nächste Aktion hinzu. Aktion hinzufügen. Ich will eine kurze Standardantwort zurückschreiben. Also, ich scrolle nach unten. Hier antworten. Ich gehe zu Optionen anzeigen. Das erste Feld hier lasse ich leer, dann geht die Antwort an den Absender zurück. Den Betreff lasse ich auch genauso, denn der Betreff wird dann hier so übernommen. Gibt es irgendeine Kennzeichnung, also bis wann das erledigt werden soll, das lasse ich auch mal weg. Und ich schreibe nun hier einen Antworttext. Geschätzte, und das lasse ich extra hier offen, das kann ich dann nachher noch einfüllen, also geschätzte Frau, geschätzter Herr und so weiter. Danke für die Mail, ich werde mich in den nächsten Tagen telefonisch melden. Freundliche Grüße, Pirmin Lehner. Ich schicke das nicht automatisch raus, ich lasse es genau so und füge die nächste Aktion hinzu. Ich vergebe eine Kategorie, also Nachricht kategorisieren. Ich könnte jetzt eine Kategorie auswählen, die bereits besteht, oder eben eine neue Kategorie erstellen. Das mache ich doch gerade. Ich erstelle hier eine neue Kategorie und sage Weiterbildung. Wähle noch eine passende Farbe. Okay. Okay. Und jetzt wird also diese Nachricht kategorisiert. Es kommt die nächste Aktion. Ich will vielleicht die Mail noch kurz ausdrucken. Also ich gehe hier mal auf die Suche. Leider geht nicht. Aber ich will mir doch noch eine Aufgabe erstellen. Also Nachricht kennzeichnen oder eben eine Aufgabe und noch besser mit dem Nachrichtentext gerade darin. Also Aufgabe erstellen. Nächste Aktion. Nun will ich diese Mail natürlich löschen oder in einen Ordner verschieben. Also, ich könnte hier die Mail verschieben, hier oben in einen Ordner verschieben, oder ich habe sie ja nun bei den Aufgaben, also brauche ich die Mail gar nicht mehr.
ich lösche sie, löschen. Und ich glaube, das war's. Fertigstellen. Jetzt habe ich hier oben einen zusätzlichen Quick Step und jetzt führe ich doch diesen Quick Step einmal aus. Und zwar gerade auf diese Mail von Patrick. Also, und los. Tja, es rumpelt gerade ein bisschen. Was habe ich hier zuerst? Das ist das Aufgabenfenster und es hat bereits einen Betreff hier drin. Ich passe den noch kurz an. Tell an Patrick. Ich bestimme ein Datum, dann werde ich dann am 13. wieder erinnert daran und ich speichere diese Aufgabe. Das hier ist nun das Mailfenster, auch bereits vorbereitet. Es geht zurück an Stalder Patrick. Es steht hier bereits geschätzt T, natürlich ergänze ich das nun. Geschätzter Patrick, danke für die Mail. Ich werde mich in den nächsten Tagen eben, wie ich das vorhin vorbereitet habe, und senden. Und, tja, wo ist die Mail? Natürlich, sie ist bei den gelöschten Elementen gelandet. Das war ja so geplant. Sie liegt nun hier bei den gelöschten Elementen und bei den Aufgaben ist natürlich jetzt eine neue Aufgabe entstanden. Hier Direct Day Tell Patrick und hier die Kategorie Weiterbildung. Ich gehe nochmals zurück zu den Mails. Die Quick Steps kann man hier verwalten. Ich könnte einen Rechtsklick darauf machen und einen Quick Step löschen. Oder Sie sehen hier einen kleinen Schalter, gehen Sie auf diesen Pfeil. Hier können Sie die bestehenden Quick Steps auch sortieren, nach oben, nach unten, einen neuen Quick Step erstellen oder duplizieren oder eben auch löschen. Das war's.